Also mein Aufgabenbereich ist sehr vielfältig. Ich bin im Grunde genommen für die Gäste da, ich bin für meine Mitarbeiter da, ich bin aber auch Ansprechpartner für Lieferanten, für die Kollegen und Kolleginnen der Geschäftsstelle. Somit habe ich ein breit gefächertes Aufgabengebiet, wo sich kein Tag wiederholt, es wird nie langweilig und das macht die Sache so interessant und spannend. Das Beste an meinem Job ist tatsächlich die Tatsache, dass kein Tag wie jeder andere ist, dass man sich manchmal Pläne macht für seinen Tag, die man dann auch relativ schnell wieder beiseite schiebt, weil es dann doch anders kommt als geplant. Es gibt eigentlich kaum Dinge, die mich wirklich nerven. Natürlich ist man am Ende des Arbeitstages nicht besonders glücklich, wenn der Tag vielleicht anders oder von seinem eigenen Plan her anders verlaufen ist, als sein sollte. Aber damit kann man ja am nächsten Tag einfach weitermachen. Das Überraschendste, was ein Gast jemals vergessen hat, kann ich gar nicht so an einem Gegenstand festmachen. Mich überrascht manchmal eher die Tatsache, wie lange es teilweise dauert, bis sich Gäste melden für Dinge, bei denen ich vermute, dass sie sofort auffallen, wenn sie nicht zu Hause sind. Als Beispiel, der Klassiker ist der Kulturbeutel. Wenn ich ein paar Tage verreist bin und zu Hause meinen Koffer wieder auspacke, würde es mir auffallen, sehr schnell auffallen, wenn der Kulturbeutel nicht dabei ist. Und deswegen überrascht es mich manchmal, wie lange doch manchmal dann die Gäste brauchen, bis sie merken, dass bestimmte Dinge, die nun mal essentiell in einem Kulturbeutel sind, einfach fehlen. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin so ein bisschen beides, also sowohl strenger Chef wie auch cooler Herbergsleiter. Es kommt ein bisschen auf die Situation an. Ich glaube, es gibt Momente, wo man vielleicht auch mal der strenge Chef sein muss, gegenüber den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, vielleicht auch gegenüber den Gästen. Aber genauso gut versuche ich eben auch cool oder zumindest auf Augenhöhe mit meinem Team und natürlich auch mit meinen Gästen umzugehen und zu sprechen. Ich glaube, die größte Herausforderung in meinem Job liegt schon etwas hinter mir. Das waren gefühlt die letzten 2,5 Jahre. Tatsächlich wussten wir mit Beginn der Pandemie im März 2020 nicht so genau, wie es mit uns als Haus insgesamt als Verband der Bayerischen Jugendherbergen weitergeht. Das hat sich dann zum Glück relativ schnell auch verbessert. Aber da haben sich natürlich einige Herausforderungen angeschlossen. Zunächst mal die Tatsache, als wir wieder eröffnen konnten, dass wir eben alles so von den Gegebenheiten, von den Vorgaben so erbringen, wie es sein soll. Und natürlich auch das Team dann entsprechend wieder mitzunehmen, dass man diese Herausforderungen meistert. Und da muss ich rückblickend sagen, dass das aus meiner Sicht mit dem Haus, mit dem Team sehr, sehr gut geklappt hat und trotz aller Einschränkungen auch eine Menge Spaß gemacht hat. Mein Beitrag im Job zum Thema Nachhaltigkeit ist, dass ich gemeinsam mit meinem Team darauf achte, dass wir den Gast ein bisschen sensibilisieren auf dieses Thema, dass wir natürlich auch gemäß unserer Qualitätsstandards im Bereich Verpflegung, im Bereich Verwaltung darauf achten, Nachhaltigkeit umzusetzen. Das fängt an bei Einwegverpackungen, die wir so weit es geht möglich eben ist zu reduzieren. Darüber hinaus aber auch im Bereich Verwaltung, dass wir energie- und stromsparend arbeiten, Rechner runterfahren, wenn wir Feierabend machen, aber eben auch Recycling, Druckerpapier etc. benutzen. Ob es einen Lagerraum gibt für Schwimmtiere. Wir hatten eine Familie, die hatten ein überdimensioniertes Einhorn, mit welchem sie auf dem See unterwegs waren. Und weil sie keine Lust hatten, das jeden Morgen wieder neu aufzupusten, mit Luft zu füllen, haben sie uns gefragt, ob wir einen Schwimmtier-Lagerraum haben. Und wir haben tatsächlich dann einen Raum zur Verfügung gestellt und haben den dann für die Dauer des Aufenthalts Schwimmtier-Lagerraum genannt. Ich habe jetzt meinen Zivildienst vor 20 Jahren in einer Jugendherberge gemacht und bin seitdem von diesem Arbeitsbereich fasziniert, Gastgeber einer Jugendherberge zu sein und habe versucht, danach meinen Weg in die Richtung zu leiten, dass ich irgendwann in einer Jugendherberge arbeiten kann. Ich schätze einen lockeren Umgang mit den Gästen, aber genauso gut service- und gästeorientiert, wie es eben auch sein soll. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Unterschied zu der, ich sag's mal vorsichtig, in Anführungsstrichen klassischen Hotellerie, aber auch irgendwo was die Jugendherbergen halt stark macht. Und so sehe nicht nur ich das, sondern auch mein Team. Und ich denke mal, auch der Umgang innerhalb des Teams ist dadurch sehr angenehm und ja irgendwie auch in gewisser Weise locker.
Das größte Klischee in Bezug auf meinen Job ist, glaube ich, immer noch die Frage, ob wirklich auch Erwachsene in Jugendherbergen übernachten dürfen. Das ist der Fall und nicht nur Erwachsene, auch Familien sind sehr gerne in Jugendherbergen willkommen. In meinem Job sollte man ein bisschen Geduld mitbringen für das ein oder andere Problem, für die ein oder andere Herausforderung, für den Arbeitsalltag. Man sollte ein bisschen organisiert sein oder sich zumindest dahin entwickeln, dass man organisiert ist. Und das sind aus meiner Sicht so die wichtigsten Punkte. No-Go ist in meinem Job ist, wenn man vielleicht mal nicht so einen guten Tag hat und das Gäste oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen spüren lässt. Also da sollte man einfach das vielleicht runterschlucken für den Moment, für den Tag, sich da ein bisschen rausnehmen und dann genauso offen, gastorientiert den Gästen, den Kollegen gegenüber auftreten. Meine schlimmste Jobpanne war tatsächlich, als ich ein Zimmer hier vor Ort zweimal vergeben habe, indem ich einfach zweimal in dasselbe Schlüsselfach gegriffen habe. Und somit danach ja zwei völlig verschiedene Menschen sich zwangsläufig ein Zimmer teilen mussten. Aber das konnten wir zum Glück noch vor der Nacht gerade rücken. Die meisten Leute reagieren eigentlich sehr positiv. Ich glaube, dass viele Klischees in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten schon revidiert wurden. Also das, was man in Anführungsstrichen früher über Jugendherbergen gesagt hat, trifft ja heute in keinster Weise zu. Und von daher sind eigentlich viele positiv überrascht und ja, nehmen das sehr angenehm an. In meinem Job lernt man meiner Meinung nach eine Menge über Menschen, weil es einfach hier eine bunte Vielfalt ist an Gästegruppen, die hier bei uns in die Jugendherberge kommen. Man hat lustige Begegnungen, interessante Gespräche und ich finde, das ist irgendwo auch mit das Wichtigste. Und das macht die Arbeit, die Tätigkeit hier in der Jugendherberge auch so interessant. Ich bin Christian und ich bin Teil der Jugendherbergen.